Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Daniel Thun hatte vor seinem Gegner gewarnt. Florian Schnorrenberg zu Gast mit der SG Sonnenhof Großasbach. 10.763 Zuschauer an der Bremer Brücke. Und die sahen als erstes diese Aktion in der 13. Minute. Röttger und dann der Knaller am Freitagabend. Michael Fitztum mit einem ersten Saisontor der besonderen Art. Der Winkel eigentlich viel zu spitz. Aber dann die Klebe, keine Chance für Körber im Osnabrücker Tor. Gegentor Nummer 17 für den Tabellenführer. Und er nahm es erstmal mit Entspannung. 7 Spiele ohne Sieg. 2 Tore, 2 Punkte. Sonnenhof Groß-Asbach bisher in den letzten Wochen. Und dann das Ding hier. Neu in der Mannschaft. Koroba. Hand oder nicht? Das ist die strittige Frage. Florian Badstübner, der Unparteiische, entschied auf Hand. Kann man geben, die Körperfläche ein ganz klein wenig vergrößert, muss man aber nicht. Machen muss man einen Elfer. Alvarez aber nicht. Kevin Broll im Gästetor. 8 von 12 Elfern in Liga 3 seit heute gehalten. Eine überragende Quote. Alvarez eigentlich gar nicht so schlecht geschossen, aber der Gästekeeper unüberwindbar vom Punkt. Und wenn die so weitermachen, dann ist der Gästeblock bald ausverkauft. Die zweite Hälfte. Wieder der Aufschrei der über 10.000. Dem schießt sich selber an, hätte man geben können. Daniel Thun sah das auch, aber es sollte nach vorne gehen für seine Mannschaft. Er versuchte von der Bank alles. Der VfL aufgerückt, Platz für die Gäste. Über die rechte Seite in der Mitte, Taffertshofer rutscht aus und dann ist er drin. 2:0, die 53. Minute. Erst eingewechselt, Neuzugang Zlatko Janic. Und da sagt er danke, viel zu offen. Die linke Defensivseite und Körber ohne Chance. 2:0 für Sonnenhof Groß-Asbach. Unglaublich, wenn auch ein wenig glücklich. Und dann ging es weiter mit den Handspielen. Diesmal eine klare Geschichte. 57. Minute, Gehring im Strafraum und auch danach Burger in der 61. Der VfL benachteiligt. Gelegenheit, den Deckel drauf zu machen. Aber denkst du, Herrscher trifft nur das Aluminium. Es blieb beim 0:2. Die Offensivwechsel zeigten auch beim VfL Wirkung. Aber auch hier nur das Aluminium bei diesem Treffer von Luca Pfeiffer. Daniel Thun nahm's gelassen. Ja, wer verliert schon gerne? Natürlich frustrierend, wenn man das ganze Spiel sieht. Über 90 Minuten sind wir angerannt. Und da kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat ja alles versucht. Aber ich glaube, wir hätten heute noch länger spielen können. Noch mal eine Stunde. Wir hätten trotzdem nicht gewonnen. Erste Niederlage für Osnabrück nach 15 Spielen. Sonnenhof Groß-Asbach mit dem ersten Sieg überhaupt in Osnabrück.
Auch mal deutscher Meister sein.
Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von BWIN. Es ist das Wiedersehen mit der alten Liebe. Lukas Kwasniok trifft auf seinen Ex-Verein, auf den Karlsruher SC. Ist schon sichtlich aufgeregt vor diesem Spiel, an diesem 23. Spieltag. Und damit begrüßen wir Sie bei strahlendem Sonnenschein hier bei Magenta Sport im Ernst-Appel-Sportfeld. Schön, dass Sie mit dabei sind, diesen Fußball-Samstag mit uns genießen. Und das, das ist erstmal eine ziemlich klare Angelegenheit, denkt man, wenn man auf das Papier schaut. Der 17. trifft heute auf den Tabellenzweiten. Aber eins kann ich Ihnen versprechen, Emotionen sind heute voll programmiert. Es steckt einiges drin und vielleicht gelingt dir hier heute auch eine Überraschung. Gestern Abend, da gucken wir mal drauf zurück, da gab es nämlich schon die erste beim BWIN-Topspiel zwischen dem Tabellenführer und Groß Asbach. Die 13. Spielminute Röttger auf Fitztum und dann dieses 1:0 Wahnsinnstreffer. Da war einfach Nils Körber einfach machtlos. Dann gab es die Chance für Osnabrück durch Alvarez. Er hat vergeben vom Elfmeterpunkt und Groß Asbach drehte auf in der zweiten Hälfte, legte nochmal ordentlich nach. Das 2:0 hier durch den Neuzugang. Das 2:0 ist es am Ende auch geblieben, der Endstand, die erste dicke Überraschung. Und warum sollte es heute an diesem Samstag nicht noch eine geben? Deswegen gucken wir doch mal drauf. Es gibt ja 6 Spiele heute parallel, Sie kennen das. Suchen Sie sich da einfach Ihre Lieblingspartie raus. Uerdingen gegen 1860, auch sehr interessant. Das erste Spiel ja für Norbert Meyer. Er ist der Trainer in Uerdingen, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. Dann Halle gefordert auf dem Betze. Das erste Mal sind Sie dort zu Gast und Cottbus gegen Würzburg. Das verspricht auch nach einem tollen Spieltag. Sie sehen es, es geht ja morgen und am Montag auch noch weiter. Am Dienstag ja sogar auch, da gibt es das Nachholspiel Zwickau gegen Karlsruhe. Wir gucken auf die Tabelle, ordnen das Ganze ein. Osnabrück ja gestern verloren, ist aber trotzdem noch Tabellenführer mit 47 Punkten. Der Karlsruhe SC auf der 2 mit 42 Zählern. Und wir gucken mal auf die zweite Tabellenhälfte. Sehen jetzt Jena durch den Sieg durch Groß Asbach jetzt auf der 17 unterm Strich mit 23 Zählern. Punktgleich ja mit Cottbus und Köln. Also da müssen dringend Punkte her, um über den Strich zu kommen. Und jetzt wollen wir aber erstmal über die Emotionen sprechen. Lukas Kwasniok, der Trainer von Karlsruhe Jena, ist jetzt bei mir. Sie waren sehr aufgeregt vor diesem Spiel. Das hat man schon nach dem letzten gemerkt. Wie geht's Ihnen gerade? Was macht das Herz? Ja, jetzt geht es mittlerweile wieder, aber die vergangenen Tage waren schon etwas angespannter als sonst. Jetzt ist es ein ganz normales Spiel, also ich merke, dass ich ruhiger werde und vor allem mit der letzten Personalentscheidung ist dann so vor 2 Stunden die innere Ruhe zurückgekehrt. Wir haben ein paar nette Bilder rausgesucht, wir haben im Archiv ein bisschen gekramt. Sie waren ja, unter anderem haben Sie gespielt bis zu 18, dann waren Sie Trainer im Nachwuchs und wir sehen die Bilder hier, ist gerade ein bisschen sonnig, man kann es schlecht erkennen, aber wir können es erahnen. Wie denken Sie denn an die Zeit in Karlsruhe zurück? Der KSC hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Also ich glaube schon, dass sie mir auch in der Erziehung noch als junger Mensch sehr viele gute Werte mit auf den Weg gegeben haben, neben der Erziehung der Eltern. Und deswegen werde ich dem KSC auf ewig dankbar sein, mir auch die Chance gegeben zu haben, in der U17 dann als Trainer hauptamtlich arbeiten zu dürfen, in der U19 dann die Profimannschaft anzuvertrauen. Aber diese Freundschaft und Liebe, die wird jetzt dann einfach für so ziemlich genau 90 Minuten komplett außen vor bleiben. Familie ist heute mit auf der Tribüne. Wem drücken Sie die Daumen, die Familie? Die Frage stellt sich eigentlich nicht. Ich hoffe schon, dass die Liebe zu mir größer ist als zum KSC. Wir haben nach dem letzten Spiel ja auch gesprochen in Halle, was wieder sehr auffällig war. Die Defensive stand 0:0 gab es da, aber in der Offensive war sehr wenig möglich. Sie haben aber unter der Woche auch noch mal ein Testspiel gehabt gegen Dresden. Das war gar nicht so verkehrt, 3:0 gewonnen. Wie können Sie jetzt die Weichen stellen, dass es in der Offensive auch so läuft wie in der Defensive? Das ist ja immer ein Prozess und das, was ich im Training in den vergangenen Wochen schon auch gesehen habe, dass eben die Umschaltaktionen immer besser, präziser werden. Das konnten wir jetzt im Testspiel dann auch bestätigen. Natürlich von einer gewissen Kulisse, Punktspielatmosphäre, da hast du einfach auch einen anderen psychologischen Druck. Und das ist die große Herausforderung, das eben nach und nach auf den Platz zu bringen, auch unter schwierigeren Bedingungen. Und das ist eine Frage des Mutes, eine Frage der Qualität, eine Frage der Überzeugung. Und ich glaube, dass wir auch diese Woche wieder ein Stück weiter sind. Sie haben eben eingangs auch diese Personalentscheidungen angesprochen, die Sie getroffen haben vor 2 Stunden. Welche war das? Wie werden Sie es heute angehen? Ja, ich habe mich dazu entschlossen, den
besten Spieler des vergangenen Wochenendes Grosch draußen zu lassen, weil ich einfach glaube, dass Dennis Lamar besser zu Fink passt. Und gleichzeitig hat Pierre Fasnacht auf der linken Verteidigerposition einfach ein bravouröses Spiel gemacht gegen Dynamo unter der Woche. Und ich wollte mit dem linken Fuß da agieren und so habe ich mich dann durchringen müssen, Grosch draußen zu lassen. Er hat das fantastisch aufgenommen und ist nächste Woche wieder eine Startoption. Lukas Kwasniok, dann vielen Dank fürs Gespräch, dann vielen Dank für dieses oder beim besonderen Spiel, viel Erfolg natürlich auch. Und wir machen direkt einen fliegenden Wechsel, denn wir haben Julian Günther Schmidt auch bei uns. Schön, dass Sie da sind. Servus. Sie fallen aktuell noch verletzt aus, leisten Probleme. Wie geht's Ihnen denn? Ja, nicht ganz so gut. Sonst würde ich heute lieber spielen, aber ja, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ärgerlich, dass ich jetzt die letzten zwei Spiele schon verpasst habe und gerade auch heute das Spiel gegen Karlsruhe. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich auf dem Weg der Besserung und hoffe, dass ich bald mal wieder mitspielen kann. Bald mal wieder mitspielen, heißt dann gegen Zwickau nächste Woche schon wieder eine Option? Ja, muss man schauen, wie die nächsten Tage jetzt verlaufen und ein paar Mal trainieren sollte ich dann auch nochmal, bevor ich spielen kann. Aber ja, wir schauen einfach mal von Tag zu Tag. Sie haben ja auch Karlsruhe Vergangenheit, wir haben da natürlich auch ein paar Bilder rausgesucht aus der Jugend. Sie haben ja auch ein Jahr da gespielt, hier gucken wir uns die Bilder mal an. Hier sieht man sie. Ein Jahr haben Sie da in der Jugend gespielt. Das war ja auch so der Startschuss. Sie sind ja danach nach Ingolstadt gegangen. Wie denken Sie an diese Zeit zurück? Ja, Karlsruhe ist für mich Heimat. Ich bin nicht weit entfernt geboren in Pforzheim. Ja, der KSC hat eigentlich zu Hause immer noch eine sehr, sehr große Strahlkraft, was das Vereinsbild angeht, viele Fans. Deswegen, ja, es war eine schöne Zeit. Ging schnell vorbei, dadurch, dass ich dann nach Ingolstadt bin. Aber ja, doch, klar, da blicke ich gerne zurück. Und deswegen wäre es umso schöner gewesen, heute gegen Karlsruhe zu spielen. Aber mein Gott, es gibt noch andere Spiele, wichtige Spiele für uns. Und ich hoffe, dass ich da dann wieder auf Platz stehen kann. Das hoffen wir auf jeden Fall auch. Wir hören mal rein. Wir haben natürlich vor diesem Spiel auch mit Alois Schwarz gesprochen. Er hat uns gesagt, wie er das Spiel heute angeht. Kann jeder für sich treffen, wie er denkt. Ich denke einfach, dass wir so weit gut gerüstet sind. Wir haben uns gut vorbereitet. Wir sind gut in die Runde reingestartet mit dem 3:1-Sieg gegen Köln. Und alles andere ist sekundär. Die Wahrheit liegt immer auf dem Platz. Für Lukas Kwasniok ist es auch ein besonderes Spiel. Er trifft ja heute auf seinen Jugendclub, seine alte Liebe, so hat er es gesagt. Wie ist er Ihnen in Erinnerung geblieben? Ein sehr wissbegieriger Trainer, der viel Kreativität hat, der viel probiert, der in der Jugend sehr gute Arbeit gemacht hat und jetzt seine Chance in Jena sieht. Bei Ihnen gab es eine Vertragsverlängerung unter der Woche. David Pissot hat verlängert, 2 Jahre bis 2021. Was bedeutet Ihnen das und was ist es für ein Zeichen vielleicht auch für die anderen Spieler? Es bedeutet mir viel. David ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der alle Minuten gespielt hat, der seine Leistung stetig abruft, der wirklich eine gute Form auch gerade hat. Und das zeigt auch, dass er sich wohlfühlt bei uns. Das ist auch wichtig. Und ich hoffe, dass der andere dazukommt. Jetzt ist es ja für Sie so eine kleine Osttour, beginnt heute in Jena, am Dienstag geht es weiter nach Zwickau. Sprechen wir über Jena, ist eine Mannschaft, die sich in der Defensive sehr stabilisiert hat, erst ein Gegentor gekriegt hat in den letzten 4 Spielen. Wie wollen Sie diese Defensive heute aber trotzdem knacken? Ja, wir müssen unsere Leistung auf den Platz kriegen. Jena hat ihre Möglichkeiten und das machen sie ganz gut. Wie Sie sagen, sie stehen ganz gut, sie haben sich stabilisiert, das ist erstmal wichtig. Ähnlich ging es mir am Anfang, wo ich nach Karlsruhe kam, dass man erstmal stabilisieren musste, weil Flut von Gegentoren da war. Das hat die Mannschaft geschafft. Darüber hinaus hat sie es noch nicht ganz so weit geschafft, weil vorne auch oftmals die Null steht, aber sie spielen viele Möglichkeiten raus. Wir müssen einfach versuchen, dem Gegner so viel Druck zu geben, dass wir sie einfach gar nicht dahin kommen lassen und dann unsere Möglichkeiten vorne nutzen. Dem ordentlich Druck machen, hat Alois Schwarz ja auch gesagt. Was sind denn noch so weitere Stärken von Karlsruhe SC? Wie schätzen Sie es ein? Ja, ich denke, der Karlsruhe spielt eine ziemlich gute Saison bis jetzt. Zwei eiskalte Stürmer, auch mit Toni Fink vorne drin, der ja auch Rekordtorschütze der dritten Liga ist. Die haben enorm viel Erfahrung in der Mannschaft und ja, sie sind eigentlich immer in der Lage, aus nichts ein Tor zu machen, wenn man sich die letzten Spiele mal anschaut. Ja, deswegen stehen die nicht zu Unrecht da, wo sie gerade stehen. Bin ich sehr gespannt. Wir sehen uns ja in der Halbzeit wieder. Jetzt geben wir mal ab an unseren Kommentator Lenny Neonath und wir sehen uns dann zur Halbzeit wieder. Viel Spaß. Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin.
Stellen Sie sich vor, ein guter Bekannter trifft am Samstagnachmittag seine alte Jugendliebe und Sie fragen sich, wie das Treffen wohl läuft. Hier beim Magenta Sport können Sie dabei sogar zuschauen, wie der frische Trainer des FC Kassel-Jena, Lukas Kwasniok, sich zum Rendezvous an den Kernbergen verabredet hat mit seinem Ex-Verein, dem Karlsruher SC. Die Stimmung ist prächtig. Das Erstabendsportfeld lädt ein zum 23. Spieltag der dritten Liga. Und das in erstmaliger Anwesenheit des Frühlings im Jahr 2019. So langsam aber sicher scheint sich der Winter zu verabschieden. Wir sind heute zweistellig, aber nicht, wenn wir das Resultat betrachten. Der ein oder andere fühlt sich ja an das 4:5 gegen Unterhaching erinnert. Im November, denn da ging es zahlenmäßig auch in diese Richtung. Aber nee, bei knapp 10 Grad können wir uns heute austoben. Das Paradies ist Schauplatz, aber wir dürfen gleichzeitig gespannt sein, ob wir diesen paradiesischen Temperaturanstieg auf dem Feld spüren werden. Jena hat jedenfalls seinen ganz eigenen José Mourinho gefunden. Zuletzt spielte man unter Kwasniok dreimal in Folge zu Null. Und deswegen wollen wir direkt mal schauen, wie Kwasniok die heutige Aufgabe angehen wird. Kwasniok betonte bereits auf der PK, wir wissen, was uns erwartet. Der KSC hingegen nicht. Tatsächlich ändert der FCK zwar seine taktische Formation, denn nach dem Ausflug in die Welt des 4-3-3 aufgrund des hohen Drucks der Hallenser geht es wieder in bekannte Gewässer. Jena kehrt zum 4-4-2 zurück und dabei darf sich einer der auffälligsten gegen den HFC, Maximilian Wolfram, freuen. Seine Explosivität ist im Angriff gefragt. Die könnte er ja auch mit dem Treffer veredeln. Dazu sehen wir mit Pierre Fasnacht, ehemals im Zweitligakader des KSC, und Janis Kübler, zwei ehemalige Karlsruher, die den einen oder anderen Schritt des Gegners früher erkennen sollen als andere. Welche Reaktion hat der KSC parat? Vor der Partie stetigt dem Jenaer Co-Trainer Lukas Strolz die Frage, welche taktischen Nuancen man denn erwarten könne. Strolz sagte nur, da gibt es nicht viel zu erwarten, denn die Formation, das sehen Sie, hat sich bereits rumgesprochen. Es ist das 4-4-2. Alois Schwarz ist kein Fan von Veränderungen. Never change a winning team, das können wir wieder bemühen. Karlsruhe unverändert im Vergleich zur letzten Partie. Dreimal 0:0 in Folge. Sollte es heute erneut zu einem 0:0 kommen, dann wäre das ein Rekord in Liga 3. 4-0-Nummern hintereinander gab es noch nie. Da passt es wunderbar ins Drehbuch, dass wir in der vergangenen Saison Jena zwischen beiden Teams schon mal ein 0:0 bewundern durften. Wir dürfen gespannt sein, was der Fußballgott für diese Partie vorgesehen hat. Das Problem ist aber, der Support, der Auswärtssupport ist sehr, sehr groß. Der Gegner wird heute nicht einfacher für den FCC als am letzten Wochenende. Nach dem drittplatzierten HFC kommt der zweitplatzierte KSC, der seit 9 Spielen keine Niederlage mehr verzeichnet hat. Und auch dank ihm, dem Capitano David Pissot, der seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat. Der Vorzeigeverteidiger bleibt also an Bord. Damit steht man so langsam aber sicher auf die Weichen auf eine Zukunft in Liga 2 oder auch in Liga 3. Pissot hat jedenfalls unterschrieben. Der weiß, was auf ihn zukommen wird. Die Schwarze Elf kommt mit dem Rückenwind eines 3:1-Sieges gegen Fortuna Köln. Kwasniok sagt über den KSC, das ist eine Mannschaft mit einem starken Konter- und Fehlervermeidungsspiel. Mit einer brutalen Effizienz im Abschluss. Aber das war jetzt die Vorspeise, die statistische. Jetzt wollen wir das Hauptgericht probieren. Schicken wir sie raus am 23. später. Kassel-Jena trifft auf den Karlsruher SC. Kwasniok, das lebendige 0:0-Phänomen. 15 Jahre lang in Karlsruhe als Spieler und Trainer. Heute geht es zum ersten Mal gegen die alte Jugendliebe, so bezeichnete er das.
gemeinsam mit Co-Trainer Lukas Strolz gekommen. Der ist erst 25 Jahre alt. Beide wohnen hier im Hotel, doch in Jena haben sich schon umgeschaut nach eigenen Wohnungen. Auch Janis Kübler musste das tun. Der sagte, dass seine Familie selbst noch in Karlsruhe lebt und gar nicht so richtig weiß, zu welchem Club sie heute halten soll. Wir vermuten mal, dass es dann am Ende doch der FC Karlsruhe geworden ist. Janis Kübler ebenfalls unter Kwasniok schon beim KSC unter Vertrag. Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Patrick Hanselbauer. Auch da hat sich noch mal eine Änderung ergeben. Eigentlich war Steffen Brütting eingeteilt für diese Partie. Der hat sich im Vorlauf allerdings verletzt. Hanselbauer springt dafür ein. Und da haben wir noch so eine bemerkenswerte Story aus der Sagenwelt an den Kernbergen. Da wir ja schon von den torlosen Spielen gesprochen haben, bekommen wir sogar den passenden Schiedsrichter oben drauf. Einmal hat Hanselbauer in Jena gepfiffen und natürlich endete die Partie gegen Ahlen im Oktober 0:0. Welch Wunder! In diese Richtung soll es allerdings nicht gehen beim KSC. Auf ein 0:0 wird gerade nach dem Ergebnis des gestrigen Abends nicht hingearbeitet. Damian Rosbach und Co. haben die große Chance, sich diesen Platz 1 wieder zu sichern. Auf der Osttournee erst in Jena. Dann geht es heute nach dem Spiel direkt mit dem Bus nach Zwickau. Da bleibt man bis Dienstag. Nimmt man aus diesen beiden Spielen 6 Punkte mit. Dann wird es an der Tabellenspitze wieder sehr interessant. Wir warten auf den Startschuss und Maximilian Wolfram macht es artistisch. Und immerhin muss Uphoff direkt in der ersten Minute schon mal aus dem Strafraum raus. Das feine Füßchen hat also sogar was gebracht. Daniel Gordon und David Pissot. Die beiden will man nicht missen in Karlsruhe. Genauso den Keeper, der sich in der vergangenen Saison auf die Landkarte der KSC-Fans befördert hat. Benjamin Uphoff hat den Routinier und Zweitligakapitän Orleshausen aus dem Kasten gekegelt. Mittlerweile eine unumstrittene Nummer 1. Im Duell dieser beiden Teams heute spielt der Hallische FC eine besondere Rolle. Jetzt fragen sie sich, warum um Himmels Willen der HFC? An den Saalestädtern lässt sich das taktische Verhalten der heutigen Kontrahenten außerordentlich gut ablesen und vergleichen. Da gibt es nämlich die eine oder andere Parallele, unabhängig von der Tabellenplatzierung. Sowohl der FC Karlsruhe als auch der KSC haben in dieser jeweiligen Partie gegen die Ziegnerhälfte den Bus geparkt. Bei den Karlsruhern wissen wir, dass der Bus auch fahren kann. Bei den Jenaern müssen wir das noch abwarten. Hinten stand die Null, aber vorne eben auch. Daniel Gordon macht es da aber mal spannend, wird nicht die sichere Variante zum Keeper. Und dann wird es prompt gefährlich. Maximilian Wolfram mit der ersten Chance. Und das haben sie wohl oder übel Daniel Gordon zu verdanken. Den Wolfram kann das auch nur wurmen. Gegen den HFC hat er 2 aussichtsreiche Möglichkeiten gehabt. Am Ende gab es nicht einmal einen Torschuss gegen Halle.
Nur 3 Schüsse sind in den letzten 3 Spielen auf das gegnerische Tor gegangen. Ob Manfred Starke da heute was ausrichten möchte? Ich glaube schon. Also nicht mit starkem Pressing. Sie hatten sich zunächst zurück, lassen die Innenverteidiger spielen. Aber wenn der Ball mal auf die Außen geht, wie eben mit Rosbach, dann wird der Druck erhöht. Jena also nicht darauf aus, All-In zu gehen. Und das ist ein Foulspiel. Den erfahrensten Spieler der Jena in der dritten Liga, Florian Brückmann. Etwas härteres Einsteigen zu Beginn. Hansel Bauer muss da direkt mal beruhigen, lässt die Gelbe stecken. Im Oktober hat er da 2 gelbe Karten insgesamt verteilt gegen Ahlen. Lässt es also erstmal an der langen Leine. Zeit für Spezialisten oder wird es kurz gemacht? Der Ball kommt jedenfalls von Wanicek, aber versandet dann auch schnell. Gordon macht es mit der etwas gröberen Klinge in den ersten Minuten. Und das sieht nicht immer allzu souverän aus. Dabei ist das ja einer mit dem großen Erfahrungsvorteil. Spielte mit den Reggae Boys, mit der Nationalmannschaft Jamaikas unter Trainer Winfried Schäfer, der auch bekannt ist in Karlsruhe. Die Copa America gegen Uruguay, Argentinien und Co. Rosbach probiert es selbst. Bisschen Platz vorhanden. Und dann die Möglichkeit. Einsatz von Eckert. Poirier bringt da irgendwie seinen Körper rein und dann haben sie die Erfahrung des Anton Fink gesehen, der den Ball da durchlässt. Pure Instinkt. Das ist das, was diesen Spieler so besonders macht. Man hatte immer das Gefühl, dass der Mann aufgrund seiner großen Anzahl absolvierter Spiele bei den Rente geht, aber der ist on fire. Heute das 308. Drittligaspiel seiner Karriere. Rekordspieler, versteht sich. Lorenz sichert hinten ab, öffnet die Räume für Rosbach. Auch das ein Merkmal. Auf den Außen werden die Positionen gerne mal gewechselt. Unheimlich flexibel, diese Karlsruher Mannschaft. In ihrer Spielinterpretation. Und das macht sie auch so unberechenbar. Du kannst nicht sagen, die wollen gestalten. Die können genauso lauern und dann brutal zuschlagen. Nicht umsonst gibt es da direkt mal den ersten Härtetest für Pierre Fasnacht.
Das ist für den auch eine große Umstellung. Die Hinrunde der Regionalliga-Saison mit dem 1. FC Saarbrücken kam er nur für 5 Minuten zum Einsatz. Eine katastrophale Quote für den ehemaligen Zweitliga-Profi des KSC. Kwasniok will mit ihm das Potenzial wiederfinden, das ihn einst auszeichnete. Deswegen die überraschende Verpflichtung im Winter. Poirier, der sich gerne fallen lässt im doppelten Sinne, nämlich zum einen vom Zentrum auf den Flügel, zum anderen wollte er den Freistoß haben, den kriegt er aber nicht. Und das wohl auch vollkommen zurecht. Schauen Sie mal, wo der Starke sich mittlerweile befindet. Und der KSC bekommt trotzdem den Einwurf. Da haben sie viel Druck gemacht. Die Namibia zurückgedrängt. Und das hat sich direkt ausgezahlt. Aber nur kurzfristig. Jamolo und dann rollt die Kugel über die Linie. Um Zentimeter. Hanselbauer zeigt sich da in den ersten Minuten. Keine schweren Vergehen, selbstverständlich. Und da haben wir ihn, Lukas Kwasniok mit Lukas Stolz. Beide teilten ein Büro in der Geschäftsstelle in Karlsruhe. Und dann fragte Kwasniok Lukas Stolz eines Tages, du, hast du Lust mit mir nach Jena zu gehen? Und Stolz sagte, klar. Erst einmal eine Lehrstunde mit vielen hohen Bällen. Noch ein bisschen zu wenig Struktur. Und da haben wir schon das erste Schmutzeln gesehen. Tide und Kwasniok. Das läuft sehr freundschaftlich ab. Von Reverse-Gedanken kann man da sicherlich nicht sprechen. Den Freistoß. Eine Entscheidung, die man vielleicht nicht unbedingt treffen muss. Er behauptet den Ball, starke Zweikampfführung, trotzdem gibt es den Standard. Das können sie, die Badner. Vanicek sucht schon in der Sonne die Türme da vorne. Gordon wäre so einer. Rosbach wäre so einer. Das hat er gegen Fortuna Köln schon bewiesen. Warten wir es mal ab. Fehler wieder gut gemacht. Eckart mit dem Kopfball. Lange gab es ein großes Fragezeichen, wer denn die Rolle auf der rechten Seite beim KSC übernimmt. Burak Jamolo hat sie übernommen. Aber der hat schon Konkurrenten im Nacken mit Sercan Sararer, der sich ja auch gezeigt hat gegen Pirmasens im Testspiel, da getroffen hat. Der Auswärtssupport ist natürlich super. 500 bis 700 Karlsruhe mit dabei. Ein Liga Krösus auch in dieser Richtung, nicht nur sportlich gesehen. Die
als Gründungsmitglied der Bundesliga. Marc Lorenz mit der Chance. Und Kotschur zum ersten Mal gefordert. Der Ball sauste da durch die Reihen. Man fürchtete, bis der ankommt, ist das Essen schon kalt. Aber dann kommt Lorenz mit einer Fackel und macht's wieder heiß. Kotschur mit einer tollen Reaktion. Möglichkeiten für ihn, sich auszuzeichnen. Ist ja auch so ein ewiges Hin und Her zwischen Tribüne, zwischen Bank und jetzt eben wieder Kasten. Zum Start dieser Spielzeit war der Kampf um die Pole Position schon verloren gegen Joe Gobbins. Zimmermann setzte nicht auf ihn, aber Lukas Kwasniok kam eben und unter ihm ist er wieder die Nummer 1. Mit der Hand. Der machte sich ja vorher Sorgen um den Platz in Jena. Erfahrungsgemäß die Plätze in Sachsen und Thüringen zu dieser Jahreszeit ein bisschen schwieriger bespielbar. Aber das können wir nicht behaupten. Starke Zweikampfführung von Wanicek, der sich als Antreiber auszeichnet. Und der kommt auch ran. Marvin Poirier. 11 Saisontore schon. Aber aktuell mit einer kleineren, aber wirklich winzig kleinen Flaute. Zum ersten Mal seit Sommer 2018 hat er 2 Spiele ohne Tor erlebt. Ins dritte will er nicht gehen heute. Kübler und Fasnacht, die beiden Ex-KSC-Spieler im Zusammenspiel. Aber der Stiefler hat Lunte gerochen. Über die rechte Seite ging noch nicht so viel bei den Jenaern und dann dieser tolle Pass von Kübler. Eckert versuchte, den zu kontrollieren. Selbstverständlich auch schwer, den direkt zu verarbeiten. Ballbesitzphase für Jena und Jannis Kübler gehört da selbstverständlich mit dazu. Gegen Halle hat er ja schon seine Fähigkeiten angedeutet. Aus der Reserve der Schalker hat im letzten Jahr noch in der Youth League gespielt, der U19 Champions League. Könnte sich unter Lukas Kwasniok, der ihn genau kennt, ihn schon in der U17 und U19 trainierte, zu einem Drittliga-Diamanten geschliffen werden und ist jetzt gerade als linker Verteidiger übrigens unterwegs. Eine ungewohnte Position. Starke mit der Seitenverlagerung. Und wenn das mit den Zentimetern nicht wäre, würden wir von Millimetern sprechen. Denn an sich sieht das ziemlich gut aus. Wenn wir schon dabei sind, nochmal dieser tolle Pass von Starke. Gefahr ist beim KSC übrigens garantiert. Denn nur Wien Wiesbaden hat in der ersten Hälfte mehr Tore erzielt in dieser Saison
als die Baden. Ne? Aber von der eingebauten Torgarantie können wir heute noch nicht sprechen. Bisher teilweise auch noch ein bisschen zu zerfahren im Angelspiel. Wolfram lässt tropfen. Und das sieht dann schon schick aus. Aber die Regner haben so ohne Pissot gemacht. Einer der besten Passgeber in der Mannschaft, weil er den Ball auch ständig fordert. Ihn auch hier wieder super verteilt. Der macht Spaß. Jena versucht es mit engem Kurzpassspiel. Und diesmal bekommt René Eckert den Freistoß. Vorhin wollte er keinen, da gab es einen. Jetzt ist es andersrum. De Capitano zeigt sich in der ersten Hälfte. Und das macht er richtig gut. Der vertraut der alten Amateurfußballweisheit: Du spielst da, wo der Trainer dich hinsteht. Eckert erfüllt das Motto mit Bravour. Links haben wir den Ort schon gesehen. In der Verteidigung ist er aktiv. Auch als Zentrumspieler, als Ballverteiler oder auch als Standardexperte gefragt. Aber sie machen es kurz. Safety first an der Saale. Karlsruhe erstmal raus mit der Kugel. Sören Aßmann mit Dennis Lama. Sören Aßmann, ja, einer dieser Thüringer im Kader, gemeinsam mit Eckert, Schau oder Bock. Sein neuntes Jahr schon, Jena. Dominik Volkmer mit dem Versuch der Spieleröffnung. Da ist er sicherlich der begabteste Innenverteidiger. Kübler. Heißmann, erster Versuch, zweiter Versuch. Vier Tore als Sechser in der vergangenen Saison. Da haben Sie mal gesehen, warum. Der traut sich auch einfach mal. Gut, über die Genauigkeit können wir später noch mal reden. Hat sich ja durch einen Skandaltreffer gegen Meppen ins Rampenlicht gespielt. Günther Schmidt lag am Boden. Im Sinne des Fairplays hörte Granatowski auf zu spielen und Eismann erzielte den Treffer. Starke. Der macht das richtig gut. Und Wolfram ist da. Und der ist drin. 23 Minuten gespielt und Wolfram mit der Erlösung. Die können ja sogar Tore schießen. Und genauso haben sie sich das vorgestellt. Wir schauen noch mal auf Manfred Starke, der Namibier, mal bei der Faustball-WM dabei. Aber mit den Füßen ist er voll auf der Höhe. Uphoff sehr unglücklich, aber Wolfram ist es egal. Starke tänzelt. Und genau das hat man sich erhofft. Mit dem Wechsel in die Sturmspitze von Maximilian Wolfram. Da
das funktioniert. Und welche Reaktion haben die Karlsruher jetzt im Gepäck? Im Moment gar keine. Ohne das Zutun von Pissot wäre das wieder ein starker Angriff geworden. Natürlich ist auch das immer die Frage, wie sieht es aus mit der Halbwertszeit von Trainern heutzutage im Profigeschäft. Manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, um taktische Ideen zu entfalten. Und 4 Spiele sind da definitiv zu wenig. Die Arbeit von Kwasniok scheint nach einer halben Stunde in dieser Partie Früchte zu tragen. Anton Fink, der sich gerne fallen lässt. Damit Räume schaffen soll für seine Kollegen, aber sie haben es ja gerade gesehen. Fink wurde nicht behindert. Dadurch sind die Räume für die anderen im Strafraum auch begrenzt. Jena ist darauf eingestellt, sich nicht rausziehen zu lassen aus der Kette von diesem Routinier. Und wieder eine Konterchance. Fink mit dem Auge. Jetzt noch mal und kriegen die Ecke. Das ist eine Stärke der Karlsruhe, gerne über den Flügel zu kommen, über Flanken die Stürmer in Szene zu setzen. Marc Lorenz gegen Fortuna Köln mit 2 Vorlagen. Einmal eben mit einer Flanke von links. Fink ist das. Anton Fink. Aber er gibt kein Geschenk nach oben drauf. Keine Ecke diesmal. Märchen beginnen ja standesgemäß mit der Einleitungsphrase, es war einmal. So lange ist es allerdings noch gar nicht her, als der KSC im Windparkstadion den größten Künstlern der deutschen Fußballwelt noch die Bühne bereiten konnte. Da waren Mannschaften wie der FC Bayern noch Stammgäste im Alltag der ersten Liga. Mittlerweile ist aber nicht nur die Zeit in der Veletage des deutschen Fußballs vorbei, sondern auch die Zeit im alten vollständigen Wildparkstadion. Stiefler schnell wieder da. Läuft sich dann mit einem Powerwalk die Schmerzen raus. Er hat sich im Übrigen gerade schon auf den Weg nach vorne gemacht. Ist jetzt wieder da. Sollte mit seiner Kopfballstärke lauern. Volkmer geschoben. Bekommt den Freistoß. In Jena zeigen sie gerne mit dem Finger auf diesen Dominik Volkmer. Denn wenn du im Falle von Marvin Poirier auf die Party möchtest, dann musst du auch am Türsteher vorbei. Und Dominik Volkmar sagt, hier kommst du nicht rein, zumindest aktuell. Viele Qualitäten der Spieleröffnung, da sehen wir es auch. Ausgeliehen von Jan Regensburg aus der zweiten Liga. Top ausgebildet.
selbst diese Spieleröffnung über den Keeper funktioniert gar nicht. Opoff mit vielen Ungenauigkeiten. Lorenz vorne eine gelbe Karte. Wollte den Gegenangriff einleiten. Noch zu wenig Gefahr aus meiner Sicht, um da die gelbe zu zeigen. Wir erstmal attestieren, dass das alles sehr überraschend ist, was wir gerade erleben. Kübler nicht zu bremsen, nur von Danny Gordon, und das ist natürlich eine gelbe Karte. Und das heißt damit auch, Daniel Gordon fehlt am nächsten Dienstag gegen den FSV Zwickau. Ein wichtiger Baustein. Fünfte gelbe Karte. Kübler mal voll in die Parade gefahren. Gute Szene für das Spiel des KSC. Jena mit einem groben Schnitzer. Karlsruhe macht nichts draus. Es ist ja noch Zeit auf der Uhr. Volkmar. Wir spielen eine Runde Ping-Pong. Aber dann entschließt sich der KSC doch mal ein wenig, das Spiel zu beruhigen. Tiede nimmt das Tempo raus, spielt auf die Verteidigung, beendet dieses Zerfahren auf. Auftragsspiel. Das muss man sich einmal vorstellen. Beim Trainingsauftakt der vergangenen Drittligasaison waren 2500 Fans dabei. Eine Zahl auf Bundesliga-Niveau. Natürlich ist da die Erwartungshaltung verdammt hoch. Am Ende wurde es nichts mit dem direkten Wiederaufstieg, obwohl der als klares Ziel ausgegeben wurde. In der Relegation bei Erzgebirge Aue die Adresse, an der man scheiterte. Und das führt uns zu Kwasniok. Aue wollte ihn haben im letzten Sommer. Karlsruhe ließ ihn aber nicht gehen. Die Freigabesumme war zu hoch. Am Ende ebnete das den Weg für die Trennung zwischen dem KSC und Lukas Kwasniok. Wieso lässt sich rauslocken aus der Verteidigung? Und natürlich weiß der auch, wenn der Ball gefährlich in die Kette kommt da hinten, dann wird es ganz gefährlich. Der Elftore-Mann, der schon mit dem FC Kopenhagen in der Champions League gespielt hat. Beide Spiele übrigens sehr prominent. Besser kannst du es dir gar nicht aussuchen. Gegen Juventus Turin hat er gespielt und gegen Real Madrid. Vanicek. Großes Kuddelmuddel.
das Hanselbauer auch nicht beenden möchte. Deswegen die vertikale Spieleröffnung. Tiede mit der Hand am Ball, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und Eckert, hat er einen Petto? Hat er einen Petto? Hat er. Naht Pissot, aber Uphoff zur Stelle. Hat die Reise in den Profifußball ganze 5 Jahre gedauert. Im Sommer 2017 war es dann soweit. Als Geheimfavorit neben Energie Cottbus in die Regionalliga gestartet. Und dann setzte man sich in der Relegation durch gegen Viktoria Köln. Schon eine kleine Sensation, aber der Kern des Kaders ist immer noch da. Pierre Fasner, der hat damals natürlich noch keine Rolle gespielt. René Eckert zum Beispiel, Kapitän, auch damals schon vorne weggegangen. Fourier und Fink halten sich da raus aus dem Defensivspiel, lauern vorne. Gordon und Pissot steigen dann immer wieder nach oben. Kübler wieder mit viel Platz. Der da schon ein bisschen an Rugby-Spiel erinnert, mit diesem Helm à la Peter Cech. Hatte da mal einen Schädelbruch in der zweiten Liga beim SV Sandhausen. Seitdem ist er mit dem Helm unterwegs. Die sind natürlich gut drauf, gerade weil sie wissen, dass es hier schon lange nicht mehr einen Sieg gegeben hat. Fast ein halbes Jahr ist Garzasena ohne Heimsieg. Das wäre Novum. Und ein guter Start ins Jahr 2019 gegen Münster. Gab es ja 0-0. Ungeschlagen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben ja noch genügend Zeit. Robust, körperlich präsent. Das ist Dominik Volkmar. Postbach, sehr offensiv ausgerichtet. Der ja auch schon auf dem Flügel gespielt hat, eigentlich am Zentrum jetzt beheimatet ist, aber immer wieder gerne aushilft, um Überzahlsituationen zu schaffen auf dem Flügel. KSC schiebt die Kette weit nach vorne. Deswegen kann Wolfram gehen und es wäre nicht mal Abseits gewesen. Der kann es noch. Er hat für den Fußball auch sein Abitur damals geopfert. Währenddessen müssen wir auch hier klar feststellen, für Sören Aßmann reicht es erstmal nicht mehr.
Ob verletzungsbedingt oder taktisch, können wir nicht genau auflösen. Jedenfalls kommt ein weiterer Angreifer mit Philipp Tietz in die Partie. Eckhardt und Kübler werden dann wohl das Zentrum übernehmen. Wenn wir nähere Infos haben, werden wir die selbstverständlich nachreichen. Mittlerweile sind wir schlauer geworden. Eine Verletzung lag nicht vor bei Sören Eismann. Taktische Gründe spielen also eine Rolle. Gordon darf da mal in Kontakt treten mit dem Leder. Kriegt das Ding an den Kopf. Tietz und Starke übernehmen die Sturmrolle. Starke auf Tietz, oder haben wir sie direkt im Einsatz? Tietz noch einmal. Zweimal. Aber immer heißt der Meister Daniel Gordon. Noch ein drittes Mal, ein viertes Mal. Und dann wurde Eckhardt da getroffen, böse getroffen. Und als wäre das nicht genug, haben wir noch einen zweiten, der auf dem Boden liegt. Schauen wir noch mal drauf. Das Foul an Kübler. Lorenz mit dem hohen Bein kommt ein bisschen zu spät. Dafür haben wir eben noch mal die Zeit, auf die Chance zu schauen von Tietz. Der ist einmal versucht, ein zweites Mal versucht, ein drittes und viertes Mal versuchen darf. Und dann können wir hier nicht unbedingt einen Kontakt erkennen. Eckhardt steht auch wieder. Also so richtig auflösen können wir das nicht. Manfred Starke kann man getrost als Brave Warrior bezeichnen. Hat er auch schon für Namibia gespielt. Wieder einmal eine schwierige Situation für den Schiedsrichter. Immerhin können wir sagen, dass der Gesundheitszustand noch stimmt. Ähnlich wie bei Sören Eismann, keine unfaire Partie auf dem Rasen. Angesichts der Brisanz des Trainers oder einiger Ex-Spieler, ja doch wünschenswert. Gibt's noch mal einen vor der Halbzeit. In Jahr muss Karlsruhe jetzt so langsam auf den höheren Gang schalten. Kübler mit einem wahnsinnig guten Gespür für den Raum, aber leider ein bisschen zu lang. Die beiden Neuen machen Spaß. Königstransfers in der Winterpause. Die beiden im Sommer sind ja nicht so richtig aufgegangen. Logan Rogerson
20-jähriger Neuseeländer, kam als Verstärkung für den Angriff aus der A-League. Aktuell verletzt, wollte man eigentlich auch abgeben im Winter. Und Fabio Chencoa, der aus der Ligue 2 in Frankreich, der zweiten Liga, dort gekommen ist, konnte sich auch noch nicht so richtig etablieren. Da brauchst du schon ein gutes Händchen. Bisher machen die drei Neuzugänge Kübler, Fasnacht, Volkmar eine gute Figur. Lorenz, ja. Eigentlich nicht als Dribbler vor dem Herrn bekannt. Wieder mit einer tollen Seitenverlagerung. Gibt es noch mal den Abschluss? Es gibt ihn, Wolfram! Aber wir schauen noch mal drauf. Geht in Richtung Abseits. Auf Messers Schneide wäre das wohl gewesen. Kein Tor, somit müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen. Eine Minute geht's obendrauf. Eine Minute, um Schadensbegrenzung zu betreiben für den KSC, der schwer ins Spiel findet gegen eine sehr, sehr gut eingestellte Jenaer Mannschaft. Gerade defensiv wieder schwer zu knacken. Gibt auch noch mal die Ecke. Jamolo, Eckert und Volkmar mit Meinungsverschiedenheiten. Und da ist dann Vorsicht geboten, denn es wird ein bisschen physischer. Aber das kühlt sich langsam wieder runter. Also dann noch einmal die Möglichkeit vor der Pause. Und die gibt's auch! Und die sitzt auch noch. Daniel Gordon. Ich weiß nicht, ob die Jena mit dem Kopf schon in der Kabine waren. Aber das sah mir ein bisschen zu frei aus. Und da haben wir die Kopfballqualitäten von Daniel Gordon, der Jamaikaner, vor der Pause mit dem 1:1. Nochmal ein bisschen Herzklopfen zum Abschluss. Lorenz und Gordon. Ja. Da ist Platz da und den nutzt er auch. So stark der Wolfram in der Offensive war, ist er nicht so richtig am Gegenspieler dran. Und da macht ihm so schnell keiner was vor. Einer der kopfballstärksten Spieler im Kader. Also jener taktisch sehr diszipliniert in der ersten Hälfte. Die Führung ging komplett in Ordnung. Und so war diese Eröffnung des Spiels von Gordon kurz vor der Halbzeit. Karlsruhe also im Spiel wieder drin. Doch sehr überraschend. Mit einem Remis hätte man wohl hier zum Ende nicht erwartet. Wir wollen hinter die Kulissen blicken des Osnabrückers mit den italienischen und spanischen Wurzeln. Wie tickt der Mann, der gestern vom Punkt gescheitert ist eigentlich? Das schauen wir uns jetzt mal an. Groundhopper mit Marcos Alvarez. Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Herrlich. VfL Osnabrück. Und heute bei Marcos Alvarez, dem Zauberfuß der dritten Liga.
Jetzt geht's ans Eingemachte. Alright. Ich stell dir vor, hier sind 15.000. Bammering! Oh, war da Druck drauf. Leck mich noch an. War da Druck drauf, Mann. Knapp weg. Aber ich sag, der duckt vor der Linie noch auf. Oh ja, der war stark. Stark. 2 aus 3, mein Freund. So, Junge. Wenn du keine 2... Ich hab schon so gezittert, Mann. Da ist er. Nein! Wenn du den nicht machst, ist Feierabend, mein Freund. Da ist er 2. Nein, das ist nicht. Ah. Aber pass auf, ich mach dir ein Angebot. Du schießt keinen Freistoß, oder? Ja. Du kriegst jetzt die Chance, 3 Freistöße, aber unter schönen Bedingungen. Ey, ich mach keinen Scheiß jetzt, okay? Du bist ja auch so ein kantiger Typ. Ja, dich muss man erstmal einfangen. Ist das, Daniel Thun, gut gelungen bei dir? So das Maß zwischen Lob, aber auch Tadel? Ja, definitiv. Ich glaube, ich brauche das immer so ein bisschen, dass man mich kontrolliert. Kritik braucht man, um daran zu arbeiten. Und das hat er ja vor der Saison ganz klar gemacht. Ich meine, ich hatte letzte Saison auch nicht unbedingt katastrophal gespielt. Aber es gab 1, 2 Sachen, gerade die körperliche Fitness. Also ich war immer jemand gerne, der mal, mach ich kein Geheimnis draus, einen Döner gegessen hat oder mal auch zu McDonald's gefahren ist oder, keine Ahnung, Cola über alles geliebt hat. Egal, welche Neuzugänge du gefragt hast oder was du gelesen hast, es war immer die Rede von überragenden Gesprächen mit dem Trainer, mit dem Management. Ist Daniel Thun echt so ein Menschenfänger? Ich glaube, wer ihn mal gesehen hat, wie er das Ganze hier lebt, selbst Spieler gewesen, auch hier für den Verein gespielt, ich glaube, da hat man nochmal eine ganz andere Bindung zu der ganzen Sache. Wir brauchen kein Geheimnis machen, dass wir nicht hingehen und sagen, so, bei uns kann man sich irgendwie dumm und dämlich verdienen und nach 2 Jahren hier beim VfL Osnabrück brauchst du nie wieder arbeiten gehen. Trainer möchte nicht, dass wir großartig irgendwelche Spirenzchen machen, Zeitspiele oder so. Dafür steht er einfach nicht. Und das vermittelt er, glaube ich, jedem, der hier nach Osnabrück kommen soll. Anscheinend können sich viele mit dem, was der Trainer sagt, identifizieren. Du hast gemeint, mal die Brücke hat was Magisches. Kannst du das in Worte fassen? Ich glaube, jeder, der schon mal hier war, der weiß einfach, dass wir ein super Publikum haben. Alle machen mit. Dann ist das schon ein Gänsehaut-Feeling, wenn man dann einläuft als Spieler. Du kriegst jetzt die Chance. 3 Freistöße, aber unter schönen Bedingungen. Die zeige ich dir jetzt, okay? Ja. Vielen Dank, dass du da bist, Lorenz. Hey, ich mach keinen Scheiß jetzt, okay? Oh, ich hab so viel. Ich fühl mich ein bisschen wie bei Jackass. Hey, ich mach keinen Scheiß jetzt, okay? Alter. Es war locker Nase gebrochen, Mann. Der Wein. Klar wein ich. Komm, wir gucken die Konferenz. Ja, Konferenz? Konferenz, also gucken die Spiele live. Gucken wir jetzt. Das ist viel besser als in der Zusammenfassung, also ein Spiel nach dem anderen. Hier hast du alle gleichzeitig und verpasst nichts. Ich hab nur ein bisschen Angst, weil... Dass du das nicht wusstest. Nee, ihr beiden, ihr habt echt gedacht, kennen die Konferenz nicht, oder was? Ich hab eine Zusammenfassung. Schauspieler sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Die Sky-Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League. Für monatlich nur 9,95 Euro. Jetzt bei Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt. Sie wollen maximale Spannung? Dann melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich bis zu 100 Euro Neukundenbonus. Ja.
Faire Kredite sind unsere Stärke. Basketball ist unsere Leidenschaft. Die Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Einfach fair. Das ist unser Spiel. Wir glauben nicht nur an unser Team. Wir setzen darauf. We win. Zurück vom Ernst-Appel-Sportfeld, wo der Karlsruher SC spät gejubelt hat, in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Und deswegen gucken wir mal direkt drauf. 6 Spiele gibt es ja heute an diesem Samstag. Wir verschaffen uns mal einen Überblick, wie es auf den anderen Plätzen steht. Und dann kann ich Ihnen sagen, da sind auch schon ein paar Tore gefallen. Deswegen gucken wir doch jetzt gemeinsam mal drauf. Hier sehen wir es. Rostock führt gegen Unterhaching mit 1:0. Das, was Sie bei uns gesehen haben, 1:1 zwischen Jena und Karlsruhe. Uerdingen 0:0 gegen 1860. 0:0 ebenfalls Kaiserslautern gegen Halle. Würzburg führt 1:0 in Cottbus und 0:0 auch zwischen Köln und Zwickau. Julian Günther-Schmidt ist wieder bei mir. Erstmal schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Sie haben wahrscheinlich jetzt gerade in der Nachspielzeit auch noch mal gezuckt. Wie haben Sie diese erste Hälfte erlebt, dieses 1:1? Ja, ein komplett unnötiges Gegentor jetzt bekommen am Ende. Ich denke, der KSC kann richtig, richtig glücklich sein, dass es hier jetzt 1:1 für die steht. Die wissen wahrscheinlich selber nicht, warum. Ja, wir sollten uns vielleicht ein bisschen ankreiden, dass wir, ja, Standards war klar, dass sie da wuchtig sind, aber ich habe die Sehne auch nicht gesehen. Mein Gott, wir machen ein gutes Spiel. Ich denke, wenn wir so weiterspielen, werden wir dafür auch belohnt und werden sicherlich noch ein oder vielleicht auch zweimal machen. Sie haben es gerade schon so schön gesagt, Ihre Mannschaft macht es richtig gut. Deswegen gucken wir direkt mal auf das Tor in der 23. Minute von Wolfram. Schön vorgearbeitet übrigens von Starke. Das ist wirklich sensationell, wie er es da weiterleitet. Wir sehen es mit der Sonne nicht ganz so gut, aber wir können es hier nochmal sehen. War schön herausgearbeitet. Jetzt haben wir die Szene. Starke setzt sich da durch, geht drüber auf Maximilian Wolfram. Und er belohnt sich jetzt. Letzte Woche in Halle vergeben und heute hat er sich belohnt. Ja, natürlich. Freut mich mega für ihn. Manni macht das vorher überragend. Klar, dass er dann ein bisschen das Glück hat. Aber er hat auch das Näschen, wo er dann stehen muss. Und ja, wichtig für uns, dass wir endlich mal wieder getroffen haben. Und ja, freut mich. Sie haben die Szene ja gerade gar nicht so richtig sehen können in der Nachspielzeit, deswegen gucken wir direkt mal auf das 1:1 und wir gehen einfach einen Schritt ran an den Monitor, dass wir die Szene erkennen können. Gordon ja sehr kopfballstark, hat er sich ja in dieser Szene auch durchgesetzt. Wir gucken mal, die Szene kommt jetzt in der Nachspielzeit, 45. plus 1 und da ist er dann vollkommen frei. Waren die Köpfe da vielleicht von Ihrer Mannschaft schon in der Kabine? Ja, keine Ahnung, wäre schon sehr frei, aber... Ja, ist ärgerlich, vor allem, weil das eigentlich die einzigste Chance war, die Karlsruhe, fand ich, hatte. In der, na, habe ich vielleicht noch einen Schuss von Pori, aber ja, dass du gegen Karlsruhe nicht viel zulassen darfst, ich glaube, das ist uns klar. Jetzt steht es 1:1, aber geht von vorne los und ich denke, wenn wir da in der zweiten Hälfte genauso spielen wie in der ersten, dann sollten wir heute vielleicht auch mal wieder 3 Punkte nachholen. Sie haben ja auch einen taktischen Wechsel. Wir haben erst mal vermutet, dass vielleicht eine Verletzung vorliegt. Eismann ist rausgegangen, Philipp Tietz ist rein, was er dafür spricht, offensiver zu agieren. Was sagt Ihnen dieser Wechsel? Was hat der Trainer vielleicht dann auch vor? Ja, ich denke, das ist ein Zeichen an die Mannschaft, dass wir offensiv agieren wollen, dass wir sehen, dass da gut was möglich ist heute. Ja, schauen wir mal, wie der Plan aufgeht in der zweiten Halbzeit. Sie haben den Trainer jetzt auch schon ein bisschen erlebt. Wo konnten Sie denn schon die größte Veränderung feststellen? Weil der Defensive läuft ja bislang auch ziemlich gut. Ja, wie gesagt, er legt sehr viel Wert auf die Defensive, auf Umschaltspiel und ja, dass wir uns da deutlich verbessert haben. Ich denke, das sieht man in den letzten Ergebnissen. Wenn wir jetzt vorne mal noch hin und wieder treffen, dann denke ich, dass wir uns auf jeden Fall stabilisieren können und auch fangen können. Und die letzten Spiele haben ja gezeigt, was wir auch in der Lage sind. Und wenn wir so weitermachen, da habe ich da keine Bedenken. Vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick für die zweite Hälfte. Was erwarten Sie denn jetzt? Was ich erwarte? Ich denke, ich hoffe, dass wir genauso weiterspielen wie in der ersten Halbzeit und dann sollten wir hoffentlich am Ende auch belohnt werden dafür und hier gegen KSC als Gewinner auf den Platz gehen. Da sind wir sehr gespannt. Bedanken uns erstmal, dass Sie da waren, Julian Günther-Schmidt. Gute Besserung weiterhin. Vielleicht sehen wir Sie nächste Woche ja schon wieder auf dem Platz und wir schauen einfach mal, was am Wochenende noch so bei Magenta Sport los ist. Sonntag und Montag geht es natürlich weiter bei uns. Überragend! VfR Aalen gegen SV Meppen. Das macht richtig Spaß. Ja, ist das unglaublich? Oder sowas hier. Wahnsinn. Die sind aus dem Häuschen. Okay.
Sie haben gesehen, was uns am Wochenende so alles erwartet. Wir sind hier auf dem Platz, die Spieler machen sich warm. In wenigen Minuten geht es weiter und deswegen gebe ich einfach schon mal ab an meinen Kollegen Lenny Leonard. Und wir sehen uns gleich hier unten wieder. Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die Jena wollen dringend out of the dark und das können sie heute auch von sich behaupten. Denn rein taktisch sah das ziemlich gut aus in der ersten Hälfte. Und wir können noch einmal auf diesen Wechsel eingehen von Sören Eismann. Tatsächlich ist es so, dass wir ziemlich viel Tempo sehen in der Vorwärtsbewegung, in der Umschaltbewegung. Vielleicht nimmt Eismann da auch ein bisschen zu viel Tempo weg. Deswegen eher der offensivere Ansatz des Trainers, mit Kübler und Eckert aus dem Zentrum heraus das Spiel anzutreiben. Schaden könnte es dem Spiel allerdings in der Hinsicht, dass Eismann eben defensiv ein bisschen mehr Ordnung schaffen kann, auch wenn er fürs Spiel nach vorne nicht so wichtig ist. Hat man vielleicht auch beim Standard gesehen von Daniel Gordon. So erfahrene Spieler können wichtig sein, um die Ordnung herzustehen. Wir geben zurück zu Stefanie Flochwitz. Da steht ein interessanter Interviewpartner. Dimitrios Mutas, Ihre Mannschaft hat spät den Ausgleich geschafft. In der Nachspielzeit 1:1 steht es jetzt hier. Wie haben Sie die erste Hälfte gerade in der Kabine analysiert? Ja, es war ein schweres Spiel. Wir sind zwar gut reingekommen, haben zwar sehr gute Aktionen gehabt, wo wir auch hätten in Führung gehen können. Danach ist das Spiel ein bisschen ausgeglichener gewesen. Jena hat es geschafft, 1:0 zu machen. Wir hatten dann etwas Probleme. Zum Glück konnten wir noch ausgleichen, kurz vor der Halbzeit. Und es gibt natürlich neuen Mut und neuen Elan für die zweite Halbzeit. Neuen Mut, neuen Elan. Das heißt, worauf muss es jetzt in der zweiten Hälfte am meisten ankommen? Ja, die Hälfte der Halbzeit war auch ziemlich schwer für uns. Wir spielen gegen total starken Wind. Ich denke mal, dass wir zwei Halbzeit mit dem Wind auch etwas besser spielen können. Wird es taktische Änderungen geben? Wird keine taktische Änderung geben. Wir müssen einfach mehr dagegen halten. Vielen Dank. Ja, der Wind ist hier im Spiel. Vielleicht treibt er ja auch beide Mannschaften ein bisschen an. Rückenwind, auch das könnte natürlich ein Thema sein. Für den FC Carl Zeiss ist es vor allem im Publikum ein bisschen schwieriger geworden. Denn heute könnte es einen neuen Vereinsnegativrekord geben. 8 Spiele ohne Sieg könnte man heute haben. In den heimischen 4 Wänden nicht so eine gute Quote. Noch nie haben die Thüringer zu Hause gegen Karlsruhe gewonnen. Ob es dabei bleiben wird, wird sicherlich auch davon abhängen, ob die Präzision da ist im Abschluss. Tolle Speed. Beide Fanlager nebeneinander. Das hat man nicht überall in den Stadien. Deswegen soll das auch der bald der Vergangenheit angehören. Wenn das Ernst-Abbe-Sportfeld modernisiert wird, und die Fans wandern von Süden nach Norden. Und dann gibt es das nicht mehr. Also können wir das, solange es das noch gibt, bestaunen. Aber auch das Spielerische können wir ja auch mitnehmen. Und das tun wir auch. Beide Teams ansonsten unverändert. Nicht viel passiert. Auch in der Hinrunde trennte man sich 1:1 in Karlsruhe. Dominik Bock in der 85. Minute mit dem Treffer. Stiefler kurz vor Schluss mit dem Ausgleich. Es ist immer eine enge Kiste zwischen beiden Teams. Alois Schwarz hat ja durchaus schon seine Erfahrungen gemacht mit den Jenaern. War auch schon Trainer bei Rot-Weiß Erfurt in dieser Liga. Auch dieses Erfahrungsplus kann dir natürlich den Vorteil sichern. Osbach rauscht da zusammen und bei seiner Historie mit Kopfverletzungen wollen wir sowas überhaupt nicht sehen. Es bereitet beim Anblick direkt Kopfschmerzen. Hoffen wir, dass es schnell weitergehen kann, auch wenn wir da hinten schon sehen, dass Martin Röser sich bereit macht.
auch eine Führungsfigur beim ersten FSV Mainz 05 in der zweiten Mannschaft. War auch schon mal Kapitän. Er ist deswegen so wichtig, weil er von der defensiven Raupe auch gerne zum offensiven Schmetterling werden kann. Übernimmt er gerne mal die Rolle von Marc Lorenz auf der linken Seite. Ist auch wieder auf dem Feld. Jena mit vielen Spekulationsgeschäften ins Zentrum. Aber dann dieser Rückpass, der aber zu lang wird für Starke. 2004 nach Rostock gekommen, dank dem ehemaligen Hansa- und Zwickau-Trainer Heinz Werner, der ihn unter seine Fittiche nahm, A-Jugendmeister geworden in der Bundesliga. Und eben auch mit diesem besonderen Werdegang, dass er bei der U18-Weltmeisterschaft im Faustball dabei war in Namibia. Tanzt aber mittlerweile nur noch auf einer Hochzeit. Schuhe gemacht und weiter geht's. Immer ein Schritt. Immer eine sehr fotogene Szene. Poirier. Poirier setzt sich durch. Und da wäre er beinahe an Volkmar vorbeigekommen. Spitze den Ball. Noch ins Feld zurück. Aber dann bleibt das Glück aus. Die KSC muss für Poirier wie der Abschluss einer langen Odyssee sein, die 28 Lebensjahre andauern sollte. Womöglich ist es aber gar kein Abschluss, sondern nur eine Zwischenstation im Leben des Mannes aus Werne in Nordrhein-Westfalen. Tauchte schon in sämtlichen Ländern auf, spielte zum Beispiel schon in England, in Dänemark, in Belgien und Russland. Seite, diesmal nicht Marc Lorenz mit dem Standard, sondern Marvin Wanicek. Und er kann das genauso gut. Anton Fink. Und Lorenz da war noch mal. Der KSC hat anscheinend in Person von Alois Schwarz in der Halbzeitpause mal den Motorraum geöffnet. Geschaut, welche Problemzonen es da gab. Den zeigen sie sehr aktiv in der Anfangsphase. Haben das Spiel wieder mehr im Griff. Ein spielerisch, und das ist ja gar keine Frage, hat der KSC hier einen klaren Vorteil. Ganze 12 Spieler im Kader standen mal in der Bundesliga auf dem Spielberichtsbogen. 12. Da sind Leistungsträger wie Anton Fink und Marvin Poirier ja nicht mal dabei. Da wissen sie, mit wie viel Erfahrung es wir hier zu tun haben. Starke macht's direkt und er macht das richtig gut. Starke! Hätte da wohl die egoistische Variante wählen sollen. Das Tor war offen, aber dann ist irgendwie das Band stehen geblieben. Starke wollte den Ball noch mal in die Mitte bringen. Piso hat den Braten gerochen. Aber genau das zeichnet das Spiel aus. Starke wartet im Halbraum
direkt weitergespielt und das macht es so gefährlich, dieses schnelle, direkte Spiel. Damit kannst du auch die Großen mal in Gefahr bringen in dieser Liga. Starke mit einem Chip für die Galerie. Eigentlich ist es ja so ein Spiel mit dem besonderen Aroma, auch durch diesen Kopfball von Marvin Poirier. Und das sind die Momente, wo du dir einfach wünschst, dass der Pfosten auch zu deinem besten Kumpel wird. Hier hat Kotschor zuvor den Pfosten nochmal persönlich angerufen und gesagt, du gehörst mir. Slama mit Problemen im direkten Duell. Und dann kommt der Weltenbummler beinahe wieder um die Ecke mit dem Führungstreffer. So gefährlich, immer wieder aus dem Nichts. Hat sich nicht irgendwie angedeutet, dass der KSC gleich ein Tor erzielt. Dann segelt dir ein Ball um die Ohren und es wird gefährlich. Das 1:1 aus Baden. Jena verteilt die Kugel. Only sharing is caring, gerade das Motto. Aber dann kommt der lange Schlag. Und dann haben wir Full Control auf der Bank. Hanselbauer hat es anscheinend nicht gefallen. Ja, man fragt sich, wo ist der Ball? Nicht unbedingt überliefert gewesen, dass der aus dem Stadion rausgeflogen ist, aber es hat dann doch ein Stückchen gedauert. Der Elias-Park befindet sich in Cottbus, auch da schöner Park ums Stadion drumherum und in Jena ist das ähnlich, mit dem Volkspark Oberaue. Da kann man sich auch schnell mal verlaufen. Lorenz beinahe mit einer Flanke und Eckert am Boden. Wieder Gordon mit dabei und der hat ja schon gelb. Eckert lag ja schon mal am Boden in der ersten Hälfte und das sieht nicht gut aus. Gordon mit dem Ellenbogen und da der schon gelb hatte, kann das eigentlich nur rot sein. Da ist die Frage, was macht der Schiedsrichter? Er macht das Richtige. Gelb-rot für Daniel Gordon. Das ist eine vertretbare Entscheidung. Wenn es in Richtung Kopf geht, in diesen ganz gefährlichen Bereich, dann ist nicht viel zu spaßen, dann ist das eine Tätigkeit und dann ist Gordon weg vom Fenster. Karlsruhe zu 10. Gordon fehlte ohnehin gegen Zwickau am Dienstag. Wir schauen nochmal und es geht in Richtung Kopf. Will man Gordon auch gar keine böse Absicht unterstellen. Läuft er aber eben in den Mann rein, trifft ihn an einer sensiblen Stelle und deswegen der rote Karton. Eckert wieder auf dem Damm. Oh,
und wir machen weiter. Wie wird Alois Schwarz jetzt taktisch darauf reagieren? Wir warten schon auf einen etwas defensiveren Wechsel. Und Kreuz kommt da wohl in die Partie für Anton Fink. René Eckert sprintet währenddessen schon wieder an der Seitenlinie. Und ist wieder auf dem Feld. Eckert wieder am Ball, mit Spielfreude unterwegs. Und dann gibt es direkt das nächste Wortgefecht mit Lorenz. Der ist natürlich noch geladen, das kann ich mir vorstellen. René Eckert gerade nicht unbedingt als Zen-Meister unterwegs hier auf dem Feld. Wechsel im Spiel der Karlsruher. Anton Fink sagt Adieu. Und Greuß kommt in die Partie. Alexander Greuß. Von Haus aus großer Mittelfeldspieler, 1,90 groß, eigentlich ein Sechser, wird jetzt aber wohl mit der Aufgabe vertraut gemacht, in der Innenverteidigung auszuhelfen. Präsenz in der Luft hat er ja. Hübler fordert früh die Bälle und spielt dann diesen Ball auf Bock. Sensationell gespielt vom Ex-Schalker. Und dann kommen die Nerven ins Spiel. Aber Kübler, mein lieber Schwan, wir haben ja schon über die Passstärke geredet dieses Mannes. Das ist schon 1A. Wir wissen ja nicht, inwieweit der wirklich an der Tür zur Bundesliga geklopft hat, wenn er schon in der U19 Champions League, in der Youth League gespielt hat. Aber diese Qualitäten, die er in Gelsenkirchen gelernt hat, die zeigt er hier immer wieder aufs Neue. Rosbach mit den Augen am Hinterkopf, wusste genau, dass Lorenz da lauert. Kriegt immerhin die Ecke. Das ist dann im Zentrum natürlich auch ein Balanceakt. Du musst die richtige Mischung finden, dass nicht wieder irgendjemand freisteht. Die Konterchance. Eckert auf Starke. Reuß mit der ersten Aktion. Von dem hatten sie viel in Karlsruhe. Hatten Vertrag bis 2021. Ist wenige Wochen nach dem Saisonstart aus Stuttgart gekommen. Tendenziell einer für die Tiefe im Kader, aber gerade in diesen Spielen wie heute kannst du natürlich ihren Namen machen. Und die haben Gefallen gefunden an diesen langen Bällen auf Dominik Bock, der sie auch kontrollieren kann. Und diesmal macht er es besser. Natürlich auch schwieriger zu nehmen, diesen Ball da ins Tor zu bringen. Lukas Kwasniok mit Anweisungen. In Polen geboren. 1988 wanderte seine Familie nach Karlsruhe aus.
in Baden aufgewachsen, bis zur U19 alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Aber dann kamen viele Bänderrisse in die Quere. Kwasniok muss den Haken machen an seine Profikarriere. Wechselte sogar um die Jahrtausendwende zu Arminia Bielefeld. So bekommen wir jetzt so langsam aber sicher das Gefühl, dass die Karlsruher die Tauchermasken aufgezogen haben, denn die stehen ziemlich tief seit der roten Karte. Das ist aber auch vertretbar. Sie können es nur durch Nadelstiche probieren. Da ist es immer gut, wenn du einen mitspielenden Keeper hast. Rafael Kotschur hat das ja durchaus gemein mit seinem Trainer Kwasniok, auch in Polen geboren. Forsbach mitten im Klaps. Mit Alois Schwarz. Riefler aufs Doppelpassspiel aus. Bruyema selbst reißt einen Kontakt da und das ist ein Elfmeter. Richtig entschieden. Dann hast du die große Chance, bist in Überzahl und dann kommt die Drehung von Pourier. Und Slama ist der Übeltäter. Schauen wir uns das nochmal an. Und trifft den Spieler, natürlich. Tritt Pourier da auf den Fuß und dann haben wir nicht viel Zeit, um zu zweifeln. Pourier überlässt Lorenz das Feld und der freut sich, der bedankt sich. Dreimal getroffen in dieser Saison. Anton Fink, der etatmäßige Elferschütze, raus. Und jetzt macht er es und Kotschur hat ihn. Rafael Kotschur ist der Held in der Not. Ich vermute mal, dass Marc Lorenz mittlerweile das Lachen auch wieder vergangen ist. Weil jeder kommt in voller Fahrt. Und Stiefler sieht jetzt auch noch die gelbe Karte und wir blicken noch mal auf das Spiel gegen Zwickau am Dienstag. Nicht nur Gordon fehlt, sondern auch Stiefler fehlt. Beide fehlen am nächsten Dienstag. Das zeigt auch, wie viel Kraft das Ganze kostet. Natürlich ist die Bereitschaft auch da, den zu nehmen. Lorenz versucht. Kotschur hat den Riecher. Das Mentalitätsmonster Rafael Kotschur zur Feier des Tages zieht jetzt Rauch auf. Natürlich nicht unbedingt die beste Nachricht für das Portemonnaie der Jena. Grundsätzlich gilt, Feuer ist teuer. Sollte man sich dringend auf die Fahnen schreiben. Marc Lorenz, angestachelt jetzt natürlich von diesem verschossenen Elfer. Vanitzek hat aufgepasst. In dieser Saison keine Minute verpasst. Bis auf seine Gelbsperre gegen 1860 München. Dauerbrenner.
Maximilian Wolfram hat ein bisschen Feierabend gerade. So viel ist nicht passiert. Sagt seinen Wechsel auf den Flügel, aber auch von Philipp Tietz haben wir nicht allzu viel gesehen. Ciambolo. So auf der anderen Seite zu Hause. Das ist auch eher seine Stärke. Ein invers umgekehrt spielender Flügelstürmer, der starken rechten Fuß hat, also von links nach innen ziehen kann. Auf der rechten Seite ansonsten nur für Flanken zuständig sein kann. Da bleibt nicht viel Spielraum, um ins Zentrum zu gehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein taktischer Kniff. Kübler macht es nochmal spannend. So ein 50-50-Ball. Kann kommen, muss aber nicht. Keiner da. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Jena zeigt dir heute, dass man mit viel Willensstärke, mit viel Teamgeist auch die feinsten Zutaten der dritten Liga aushebeln kann. Karlsruhe da mit Sicherheit ganz oben anzusiedeln, aber Jena liefert Paroli und hat sich nicht auf dieses David gegen Goliath-Spiel eingelassen. Über weite Strecken sehr ebenbürtig. Wolfram kann noch mal geschickt werden. Und da freut sich dann auch Opov. Kann seine Beziehung zum Ball da ein bisschen verstärken. Ciambolo muss ein gutes Parfum haben, denn der hat da seine Gegenspieler gerade wie magisch angezogen. Kaum geht der Ball auf die Außenbahn, schon sind sie alle versammelt. Und Fasnacht unterbindet die Szenerie. Der Wechsel von der Regionalliga in die dritte Liga hat ihm gut getan. Kreuz, Kreuz. Viele warten auf den Schuss, der kommt aber nicht. Und somit ist doch der Poirier in der Mitte. Eckart bekommt das Foul nicht. Poirier. Volkmar macht das richtig gut. Sich toll eingefügt in die Mannschaft. Starker Hartplatz. Was macht er? Nicht viel. Nach dem Abgang von Timmy Thiel hat er vor der Saison gesagt, ich möchte führen, möchte vorangehen. Das tut er auch, das macht er auch. Aber viele haben ihm da ein bisschen den Rang abgelaufen.
Starke. Rosbach gegen Bock und dann entscheidet sich Hanselbauer nach reiflicher Überlegung doch für das Foulspiel. Beide rauschen da zusammen. Eine Pari-Situation. Jena aber mit dem Vorteil. Und ich sehe da schon einen, der geht hier. Das kann natürlich nicht der Spirit sein auf dem Weg zum Sieg. Aber klar, das Spiel ist ein bisschen ruhiger geworden. Lorenz, der will länger. Mit Auge macht er das. Und der Kotschor ist außer sich vor Wut. Der dachte, aus Sicherheitsgründen nähern sich die Karlsruher ein bisschen langsamer an. Und dann geht's schnell und direkt. Das macht Lorenz mit all seiner Routine. Knapp 150 Drittligaspiele. Wahnsinnig. Geht die wilde Fahrt los. Eckert, das Chamäleon, unheimlich wandlungsfähig. Auf sämtlichen Positionen zu Hause. Fightet bis zum Umfallen. Fankurve zieht währenddessen jetzt blauer Rauch auf. Jedoch kein Zeichen der Trauer. Denn die Farbe Gelb kommt jetzt auch noch dazu. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der alles bezahlt. Frage dann eigentlich nur noch bar oder mit Karte. Deswegen haben wir auch eine kurze Ruhepause. Für den KSC geht es nach dieser Partie eben direkt im Anschluss nach Zwickau. Und eine Autostunde nicht allzu weit entfernt. Das ist eine etwas entspanntere Vorbereitung, als dann nochmal nach Karlsruhe zurückzufahren. So spart man sich den Weg, wenn man schon in der Nähe ist. Starke. Hätte der KSC beinahe die Möglichkeit gehabt, in Unterzahl in Führung zu gehen durch den Elfmeter, durch die tolle Bewegung von Poirier. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass hier nichts mehr passiert. Immerhin den Punkt nicht verlieren. Und ab und an sonst dann
noch ein paar Einzelleistungen richten. Mannschaft mit den meisten Gegentoren in der letzten halben Stunde ist übrigens Karlsruher Jena. Nur, dass Sie das schon mal gehört haben. Und ich schicke den passenden Fakt auf der anderen Seite direkt hinterher. Karlsruher hat die wenigsten Gegentore in der letzten halben Stunde bekommen. Konzentration und Kondition sind hier die entscheidenden Themen. Natürlich auch noch so ein bisschen spielerische Qualität. Haben sich beide kurz zum Wrestling verabschiedet. Lukas Kwasniok. Eigentlich hat er mit dem Fußball schon so gut wie abgeschlossen. Zumindest war das mal so. Wir hatten ja schon von dem Bänderriss gesprochen. Dafür hat er die Schule hingeschmissen. Vor dem Abitur macht er am Ende noch eine Ausbildung zum Beamten im mittleren Dienst. Also da ist er gut aufgestellt. Falls was passieren sollte. Jetzt ist er nebenberuflich Feuerwehrmann und betreut unter anderem Dominik Bock, der es heute häufiger probiert hat, aber ein bisschen zu wenig Glück im Abschluss hat. Bock ist auch einer, der sich sicherlich gut mit Kwasniok ergänzt. Kwasniok lange im Verein gewesen, genauso wie Bock. Eigengewächs in Jena. Die Entscheidungen werden ein bisschen kleinlicher. Haben nicht mehr den klaren Spielfluss im Moment. Aber klar, in der Handspiel zu erkennen ist, in dem Falle aber nicht zwingend zu sehen. Über 5000 Zuschauer sind übrigens mit dabei. Alois Schwarz ist einer davon. Ich frage mich ja, ob die Auswärtsfans auch direkt nach Zwickau fahren, wenn sie schon in der Nähe sind, aber vermutlich eher nicht. Nur die ganz hartgesottenen bleiben da bis Dienstag. Karlsruhe macht die Schotten dicht am eigenen Strafraum. Dominik Bock hat da wieder auf seinen Einsatz gewartet. Und Upov, der kann weit werfen. So ein bisschen Diskuswerfen mit dabei. Und Pourier mogelt sich da vor den Verteidiger. Schiedsrichter wertet das aber nicht. Als Notbremse, keine Verhinderung einer klaren Torchance. Dafür Volkmar da gewesen, Kotschow auch hinausgestürmt. Aber wir sehen, der wäre zum Abschluss gekommen. Und eine kleine Bewegung reicht er schon aus, um den Gegner zu Fall zu bringen. Auf Slama heute.
Kombination mit dem Elfmeter lebt er gut mit der gelben Karte. Marvin Wanicek. Gegen Eintracht Braunschweig hat er den Ausgleich per Standard erzielt. Das war noch so eine kleine Weihnachtsüberraschung. Der kann das richtig gut. Vorzugsweise über die Mauer macht er auch. Aber da sind sie, die Leuchttürme. Folgt mal zur Stelle. Defensive Absicherung hat bei beiden Teams hohe Priorität. Safety first ist das Motto. Aber bei Standards kann die ja schnell mal einer um die Ohren fliegen. Und wieder Poirier. Und wieder ist es der Pfosten. Aber Poirier nicht mit der besten Beziehung, mit dem Aluminium, das steht fest. Nicht sein allerliebstes Element heute. Dominik Bock geht raus und Felix Brügmann kommt in die Partie. Eigentlich sollte der gar nicht spielen. Zuvor wurde ein großes Rätsel daraus gemacht, hat in der Woche gegen Dresden noch gespielt. Im Testspiel beim 3:0-Sieg hat er auch getroffen. Aber seine Zugehörigkeit zum Kader heute durchaus überraschend. Ist jetzt gemeinsam mit seinem Bruder Florian Brügmann auf dem Feld. Sicherlich auch eine Erleichterung für die Eltern. Zuvor konnte man beide nicht gleichzeitig verfolgen. Jetzt gibt es die dritte Liga beim Magenta Sport. Der Volkmar kommt nicht. Der kommt nicht. Der will nicht kommen, muss die Gelbe aber trotzdem mitnehmen. Anblick der Kernberge hier um der Umgebung lädt ja viele Schaulustige ein. Das ist echt eine tolle Landschaft. Jetzt muss es nur noch auf dem Spielfeld genauso schön werden wie in der Umgebung. Und die Tür ist geöffnet. Karlsruhe in Unterzahl. Vielleicht geht da ja noch was für den FC Karlsruhe. Die ja auch offensiv nicht so viele Möglichkeiten haben. Julian Günther-Schmidt eben nicht mit dabei. Und da ist Platz Marc Lorenz. Die sind ja in Unterzahl und trotzdem ergeben sich die Möglichkeiten. Da lässt die Kraft so ein bisschen nach. Und jetzt muss es Jena mit viel Tempo machen. Die Räume sind da. Klar, Jena kriegt den Freistoß, aber selbst dieser Pass ist die falsche Wahl. Starke hat er gewartet. Gibt's auch diese Überraschung in den Schlussminuten. Maximilian Wolfram, gebürtiger Zwickauer.
ist allerdings nach Jena gegangen. In Zwickau ja nicht immer im Profifußball so aufgestellt wie aktuell. In der Oberliga-Zeit ging es nach Thüringen. Janis Kübler drückt nicht so gerne ab, aber findet den Mann. Ui. Das Fundament weist Risse auf bei Upov, aber nur kurzzeitig. Poré, der will immer weiter, ackert akribisch in dieser Mannschaft, ist ja ohnehin auf sich alleine gestellt da vorne. Jena kommt noch mal. Können wir auch gerne mal so stehen lassen. Volkmar bekommt den Raum bis zur Mittellinie. Aber dann schleichen sich diese Ungenauigkeiten ein. Das führt am Ende nicht zu dem Tor. Jena findet Gefallen an defensiven Veränderungen. Kühne macht sich bereit. Und Maximilian Wolfram geht. Also doch der defensivere Ansatz von Lukas Kwasniok, so wie wir das ja eigentlich gewohnt sind. Nach dem Eismannwechsel in der ersten Hälfte wurde die Maske ja mal abgenommen. Aber jetzt geht es wieder defensiv zur Sache. 2 Minuten gibt es obendrauf. 2 wertvolle Minuten. Slammer macht es da auch noch mal. Äußerst hektisch. Kein allzu schönes Spiel hier. Ein Spiel, das vielleicht auch mit einem dreckigen Ende leben könnte. Dann setzen wir die Filmreihe eben fort. Wie steige ich auf und wie steige ich nicht ab? Wir sind dann nicht so richtig schlau daraus geworden. Starke, zumindest in Strafraumnähe. Jena nochmal mit Powerplay. Karlsruhe klärt nur noch. Florian Brügmann hat die Zeit. Findet Greuß und damit ist es noch nicht vorüber. Das Ding bleibt heiß. Hane kommt beim KSC. Burak Jamolo geht raus, auch hier Defensive Priorität. An den große Fußstapfen treten, hat das gegen 1860 München schon mal gezeigt, für 75 Minuten, dass er einer ist für die Zukunft. Harnik auch erst 19 Jahre alt. Fink und Poirier haben sich gerade noch mal auf der Bank ausgetauscht. In diesen 10 Sekunden, die ja noch regulär auf der Uhr sind, können auch diese Erfahrungsvorteile nochmal ausgespielt werden. Eventuell zumindest. Kühne, der Ball kommt nicht mehr. Karlsruhe klärt den Ball.
Aber durch den Wechsel geht es nochmal weiter. Hanselbauer hat noch nicht fertig. Jena muss die Akkus nochmal aufladen. Florian Brückmann. Da ist Kübler. Da ist Kübler. Und das war's dann auch. Jannis Kübler nochmal mit der großen Chance zum Sieg gegen den Ex-Trupp. Und Kübler ist ja eigentlich nicht der Spieler, den du da suchst in der Mitte. Ist nicht besonders groß, aber der Abschluss funktioniert daneben nicht. Der hakt 1:1. Die Remis-Könige aus Jena setzen diese Serie fort. Diesmal immerhin mit einem erzielten Treffer und auch mit Gegentreffer. Aber das vierte Remis für den FC Kassel wieder in Folge. Vereins-Negativ-Rekord. Aufgestellt damit. Zu Hause hat man schon lange nicht mehr gewonnen. Seit einem halben Jahr ohne Sieg. Und das wird auch genauso weitergehen. Auch die große Möglichkeit, heute in Überzahl den Sieg zu erzielen, die wurde nicht genutzt. Dabei sah das am Anfang richtig gut aus. Jena kam griffig in diese Partie. Defensiv wieder kompakt. Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von BWIN. Jena defensiv kompakt in der ersten Hälfte, aber eben am Ende mit einem Stellungsfehler kurz vor der Halbzeit. Daniel Gordon mit dem 1:1 nach dem Treffer von Wolfram nach einer halben Stunde. Und dann haben sie die Gesichter ausgewechselt in der zweiten Hälfte. Einige interessante Szenen hatten wir dennoch. Daniel Gordon mit dem Ellenbogen gegen Eckhardt. Hat da die klare rote Karte gesehen, um die es jetzt sicherlich auch hier nochmal gehen wird. Alois Schwarz hat da noch ein bisschen Gesprächsbedarf mit Hanselbauer, der eben kurzfristig eingesprungen ist für Brütting. Der Schiedsrichter, der zuvor angesetzt war, der hat sich verletzt. Ich weiß nicht, ob Hanselbauer sich auf einen intensiven Austausch mit Alois Schwarz schon vorbereitet hat. Schwarz steht hinter seiner Mannschaft und das macht er hier auch nach dem Spiel nochmal unmissverständlich klar. Und damit hat ein Elfmeter die große Chance für den KSC dann eben nicht mehr einbringen können. Marc Lorenz hat sich den Ball da zurechtgelegt. Poirier sagte, hey, mach du das. Damit verlängert sich die Torlos-Serie von Poirier auf 3 Spiele. Das hat es schon ein bisschen länger nicht mehr gegeben. Muss jetzt auch noch mal ins Gespräch mit Alois Schwarz. Aber Poirier kann sich keine großen Vorwürfe machen. Wir können mal reinhören bei Lukas Kwasniok, denn der ist bei Stefanie Blochwitz. Ja, der ist gerade noch mal weggegangen. Ich glaube, weil sein Sohn ihn gerade gefragt hat. Er hat auf jeden Fall, der kommt gleich, ist gleich wieder auf dem Weg. Er hat auf jeden Fall gesagt, die Schweißperlen sind jetzt weg. Er hat natürlich, war sehr aufgeregt und jetzt kommt er wieder zu uns gesprintet. Können wir ihn direkt mal fragen. Es war ja ein besonderes Spiel für Sie. Wie geht's Ihnen denn jetzt gerade? Irgendwo auch eine gewisse Erleichterung, aber ich fand, es war auch ein besonderes Spiel in Form von Qualität für Liga-Verhältnisse. Ich habe hier jetzt keinen Qualitätsunterschied gesehen. Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Der KSC macht eigentlich aus dem Nichts das 1:1 unmittelbar vor der Halbzeit. Und dann wird es in der zweiten Halbzeit natürlich auch durch die rote Karte ein wildes Spiel, weil wir es noch nicht so geschafft haben, den Gegner zu bespielen, gleichzeitig Räume angeboten haben. Und sie haben Qualität. Und uns hat dann einfach noch die Ruhe, die Überzeugung gefehlt, eben auch mit einem Mann mehr das Ding gegen verteidigende Karlsruhe dann durchzudrücken. Aber